Was bisher geschah? In der letzten Episode haben wir großen Fortschritt gemacht, indem wir eine Menge Crocs einsammelten, den ein oder anderen Boss besiegten und Hyrule allgemein genauer erkundeten. In dieser Episode werden wir andere Teile Hyrules uns genauer ansehen, den Untergrund weiter erkunden und eventuell sogar sterben. Das mit dem Sterben wird vielleicht sogar schon ziemlich schnell geklärt werden, da ich eine sehr dumme Idee hatte. Ihr erinnert euch bestimmt noch an diese Dinger, nämlich an, und diese sind bei jedem Treffen nach einer Weile verschwunden. Ich habe aber vor, diese Miasma-Hände mit meinen Nahkampfwaffen zu besiegen. Doch ob das auch so gut ablief? Okay, ich habe sie gefunden. Okay, komm. Come on. Come on. Bam. Oh mein Gott. Ich bin dead, oder? Ich bin dead. Wenigstens wissen wir jetzt, dass diese Hände, jedenfalls für den Anfang, für uns so gut wie gar nicht bekämpfbar sind, weil wir natürlich auch noch nicht allzu besondere Waffen besitzen. Und da ich anscheinend auch nicht genug bekommen konnte, ging ich zum zweiten Spawnpunkt der Hände, der mir bekannt war, um diese Finsterklumpen, die man nach dem Verschwinden der Hände erhielt, etwas zu farmen, denn diese bringen als Kochzutat Schutz vor Miasma, was uns in späteren Fällen eventuell helfen könnte. Danach begab ich mich jedenfalls in die Nähe des Gustavberges, um die Gegend ein wenig auszukundschaften, diese Bluffbäume zu besiegen, ja, die heißen so, und um diesen Brunnen zu betreten. Achso. Nach dem Besiegen dieser beiden Raubschleime baute ich Erzbrocken ab, um ein paar Edelsteine zu erhalten und nutzte meinen Deckensprung, um wieder herauszukommen. Tatsächlich gab es dort noch einen zweiten Brunnen, und zwar den Brunnen an der Karok-Brücke. Dort befand sich ein Notizheft von einem Chefkoch, der sich für eine kurze Zeit dort einnistete und Rüstungskürbisse anpflanzte. Ja, warum nicht? Ein Bluffbaum gab mir einen Hartholzprügel, der eine höhere Haltbarkeit hatte, und den Prügel an sich kombinierte ich dann noch mit einem Horn eines schwarzen Horrorblins, und damit richtete die Waffe schon ganze 29 Schadenspunkte an. Einer reichte mir nicht aus, also kombinierte ich noch zwei weitere Prügel mit diesen Hörnern, um in Notfällen starke Waffen zu haben. Der Gustavberg an sich war eigentlich sogar ziemlich leer. Das einzige, was dort neu war, ist diese Wasserfrucht, die mir als Kochzutat ermöglicht, im Wasser schneller schwimmen zu können. Dort war nicht mal ein Krog. Der nächste war an einer Art Brücke und war damit der 44. Mit einer kleinen Konstruktion, die ich mir zusammenbaute, schnappte ich mir diese Kiste, wo sich 5 Reisekochtöpfe befanden. Danach habe ich auf einem Felsen einen Krogstein gefunden, wo sich darunter selbstverständlich ein Krog versteckte, und bereitete mich schon einmal auf dieses Gegnerlager vor, weil dort wieder so ein Bossbock war, und dieser mit den kleinen ist auch eine nicht zu schwache Combo. Meine Strategie war, diese Bockblindwache einen Headshot reinzudrücken, um dann aus dem Hinterhalt in das Lager reinzurushen. Oh mein Gott, sehr gut. Ich nehme High Ground. Der eine ist verbrannt. Geil. Eine bestimmte Belohnung gab es nicht, aber dafür waren in den Kisten eine Menge weitere Pfeile, die wir in späteren Kämpfen gut gebrauchen können. Und was das hier für ein Monster-Exclusive-Super-Duper-Mega-Lager ist, werden wir wohl herausfinden müssen. Ich nutzte eine Art Hintereingang mit dem Deckensprung, um anschließend mich ins Lager hineinzuschleichen. Was? Wie? Bro, da kann man zwar durchgucken, aber okay. Sind alle One-Shot, das ist sehr gut. Boah, ich will nach hinten ausweichen! Ja, und da ist schon der zweite Tod in dieser Folge. Der nächste Versuch, dieses Lager zu überfallen, läuft hoffentlich besser. Also zuallererst konnte ich schon mal den großen Oschi killen und mir dann die kleinen vorknüpfen. Also jetzt lief es auf jeden Fall deutlich einfacher und ich habe keine Ahnung, was ich gerade eben einfach gemacht habe. Jetzt konnte ich ohne Probleme das meiste looten, eine Person aus einem Käfig befreien, die den Blutmund erforschte, und noch einige weitere Kisten looten. Dann kletterte ich random auf diesen Baum hinauf, wo ein Krog chillte, und danach besiegte ich diesen Flederbeißerschwarm auf explosivste Art und Weise. In diesem Wald, wo gefühlt jeder Baum lebendig war, fand ich dieses Krograd, wodurch ich einen Krog erhielt. Achso, und falls ihr euch fragen solltet, was jetzt eigentlich mein nächstes Hauptziel sein sollte, dann kann ich euch diese Frage einfach beantworten. Ihr erinnert euch noch an die Untergrund-Hauptquest mit Joscha, wo sie ein Beweisfoto von einer Statue haben wollte? Genau zu diesem Untergrund mache ich mich auf den Weg, um mich ebenfalls mit Rubelo zu treffen. Und dieser Baum wollte anscheinend mitkommen. Oh, du sollst nicht gehen. Hallo? Baum. Was machst du denn, hä? Yeah.
Yo! Naja, wie ich Zelda TOTK kenne, werde ich mich ohnehin wieder von meinem Ziel ablenken lassen. Einerseits bekämpfte ich erneut diesen Bossbock und kaufte etwas von einer Reisenden. Aber kurze Zeit später begab ich mich schließlich auch zum Abgrund, um zuallererst einmal diesen Krog zu finden und um den Jiuzini-Schrein zu betreten. Der Schrein war ein Formrätsel. Man musste spezifische Formen wie zum Beispiel dieses X-förmige Teil durch eine entsprechende X-förmige Öffnung schieben, um es auf der anderen Seite als eine Art Brücke verwenden zu können. Dasselbe führte ich dann noch mit anderen Formen fort, schnappte mir eine Spurtmedizin aus der Truhe und schloss den Schrein mit einem weiteren Segenslicht ab. Außerdem hatte ich endlich auch wieder 4 Segenslichter, also könnte ich mir theoretisch mehr Ausdauer holen, da wir uns letztes Mal ein 4. Herz besorgt hatten. Aber jetzt ist wohl der richtige Zeitpunkt, um in den Abgrund runterzuspringen und Rubelo aufzusuchen. Zum Glück wird uns die Erkundung des Untergrunds mit dieser Wurst wesentlich erleichtert, denn endlich können wir auch ohne Leuchtsamen etwas sehen, haben ein Teleportziel und können sogar auf eine Untergrundkarte zugreifen. Bringen wird uns das aber auch nicht, wenn man sich die Größe des angezeigten Bereiches mal ansieht. Rubelo hat scheinbar zwischendurch auch einige Notizen für mich hinterlassen, um seine Spur besser verfolgen zu können. Interessanterweise sind auch die normalen Monster im Untergrund komplett vom Miasma infiziert, bleiben aber genauso dumm. Nachdem ich auch das 2. feindliche Lager, welches ich gefunden habe, auslöschte, begab ich mich zur nächsten Wurzel und ich frage mich jedes Mal, was das für seltsame Namen sind. Wie auch immer, wir konnten den nächsten Bereich mit Licht ausleuchten und endlich Rubelo finden, der mir schließlich das Fotomodul übergab. Ob ich allerdings darüber wirklich froh sein sollte, weiß ich noch nicht. Denn jetzt müssen wir für jede Kleinigkeit Fotos machen, nur um irgendwann die 100% zu erreichen. Wir fangen mit einem Foto dieser rätselhaften Statue an, welches Yosha als Beweisfoto braucht, um herauszufinden, ob der Untergrund einst besiedelt war. Zusätzlich wollte ich eigentlich noch eine Challenge machen, jedes Foto schön hinzubekommen, aber ich denke nicht, dass ich das durchziehen werde. Maximal werde ich höchstwahrscheinlich schon beim 5. Bild aufhören oder so. Etwas später fand ich komischerweise ein Soldatenschwert. Warum komisch, fragt ihr euch? Weil es normal war und nicht zerfressen wie alle anderen Waffen. Ich hoffe, wir werden den Grund dafür irgendwann herausfinden, denn normal ist es, denke ich, nicht. Dann musste ich auch herausfinden, dass man durch Miasma-Monster auch Miasma-Schaden bekommt, den man im Untergrund nicht heilen kann, also muss ich wohl doppelt so aufmerksam sein. Wenigstens konnte ich alle Gegner besiegen und fand dann sowas? Mein Gott, ich glaube, das ist ein Miasma-Rock. Ob ich den allerdings noch bekämpfen werde? Naja, wir werden es früher oder später herausfinden. Aber erinnert ihr euch noch an diesen Kristall-Gigama? Ja? Denn er hat, so wie es scheint, Nachwuchs bekommen. Oh mein Gott! Aber ich sollte auch aufpassen, denn ich habe nur noch ein Herz, weshalb ich mich zur U-Onist-Ayam-Wurzel begab. Die Namen werden immer schlimmer, oder? Jedenfalls konnte ich durch Aktivierung dieser Wurzel meine Herzen wiedererlangen und war nun wieder kampfbereit. Kampfbereit genug, um diesen netten Boy einen Besuch abzustatten. Guten Tag, der Herr. Leuchtsam. Okay. Dunkelfrucht. Okay. Das war knapp. Ich muss an sein Bag rankommen. Aber so mache ich Damage. Ich kann auf ihn rauf. Und? Nein! Stirb! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war's. Nach diesem Untergrund-Ivarok kombinierte ich das Steinherz mit meiner Reiselanze und teleportierte mich zurück zum Spähposten, um Yosha das Bild zu zeigen. Als Belohnung erhielt ich 5 ganze Sunanium-Brocken und fand heraus, was es mit diesen Irrlichtern auf sich hatte, denn dieser Felsen hatte etwas damit zu tun. Irrlichter sind anscheinend verlorene Seelen und da ich ein paar dabei hatte, gab ich ihm eins und erhielt dadurch einen Finsterklumpen. Auf jeden Fall ziemlich mysteriös, das Ganze. Und was ich ganz vergessen hatte, war, dass ich ja noch 4 Segenslichter besaß, die ich nun auch einlösen konnte. Also ging ich runter in den Schutzraum, betete mit dieser Statue und erbat einen weiteren Ausdauercontainer. Mit mehr Ausdauer begab ich mich dann zu den Möwendorf-Ruinen und sprang in diesen Brunnen hinein. Ich sammelte ein paar Leuchtfische, zerstörte diese bröckelige Wand und baute ein paar Erze ab. Also so viel hatte dieser Brunnen jetzt auch nicht zu bieten, aber vielleicht ja diese Ruinen mehr. Nein! Kacken! Nein! Außerdem freue ich mich natürlich auch über ein Wiedersehen mit ihm hier wieder.
Was macht er da? Ach so. Ja, okay. Danach erkundete ich etwas die Höhle, wobei das nicht allzu viel war, und holte mir das nächste Major-Signum ab. Nun war es aber mal wieder Krog-Time, denn unter diesen Laubblättern war der 49. Krog, und bei den Farmruinen in der Nähe gab es leider nichts zu sehen. Doch in der Nähe befand sich der 50. Krog. Immerhin haben wir jetzt ein 20stel von allen 1000 Krogs. Yay! Und mittlerweile fällt es mir nicht mal mehr auf, dass ich überhaupt so viele Gegner besiegt habe. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass der Blutmond mal wieder vorbeigeschaut hatte und alle Monster respawnen ließ. Relativ nah habe ich einen Stall mit einem Schrein gefunden, und da mal hinzugehen, wäre, glaube ich, eine nicht so schlechte Idee. Doch in der Zwischenzeit habe ich diese beiden beim Essen gestört. Oh! Der Blitz! Blitz! Schlag ein! Blitz! Nein! Doch, ja! Blitz! Geil! Mit dem Einsammeln dieses Krogs hörte sogar das Gewitter auf. Zufall? Ich denke nicht. In der Nähe fand ich den Brunnen am bodenlosen See, der voll mit Skeletten war. Das Bekämpfen dieser Skelette fiel mir äußerst leicht, und was anderes außer diese Truhe mit einem Boomerang war hier nicht. Also begab ich mich zur Tütorbrücke, und dann war er da. Oh nee! Wo ist denn dein Roy? Oh mein Gott. Jetzt sind diese Krogs hoffentlich wieder glücklich. Auf diesen Ausguck konnte ich mir die Geoglyphen genauer ansehen, aber ich wüsste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was man damit machen könnte. Jedenfalls segelte ich sofort danach zum nächsten Krog und versuchte dann, dieses Lager zu überfallen. Dieses Gegnerlager war einfacher als gedacht, aber jetzt ging es zu dieser Dame. Was ist... Was? Der Hut ist auf einmal weg. Was machst du da? Ah! Sie hat sich anscheinend vor mir erschrocken, obwohl ich direkt vor ihr stand, und jetzt sind ihre ganzen Stofftiere im Wasser. Ah ja. Und wer muss die holen? Genau, nicht sie, sondern ich! Und das Dreisteste daran ist, dass ich das unter Druck machen muss und dass sie Geld von mir verlangt. What? Kann ich was bauen, damit ich da besser rankomme? So vielleicht? Dann komme ich da ran, ja. Ich leg die erstmal alle dahin. Zehn. 4 Sekunden hatte ich noch gehabt. Da hatte ich auf jeden Fall nochmal Glück gehabt, denn das war echt knapp. Und ihr wisst noch, dass ich ursprünglich zum Stall wollte? Ja? Das verschiebe ich, glaube ich, auf die nächste Folge, da ich durch diesen Krog sehr abgelenkt wurde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, und jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.